Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Goblin Stone. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Goblin Stone. Ja, beim letzten Mal haben wir in das Spiel schon so ein bisschen reingeschaut. Bei euch ist das ein paar Tage her, bei mir ist es einfach direkt danach. Und wir versuchen immer noch mit unseren kleinen armen Goblins durch die Welt zu ziehen und hoffentlich leben zu Hause anzukommen. Wir müssen einfach nur lebend durch den Wald kommen. Wölfe haben wir schon kennengelernt. Und Loot haben wir auch schon ein bisschen gefunden. In Hinsicht auf Folgenlänge habe ich ja letztes Mal schon angesprochen, dass ich da überlege, kurz zu halten. Ich glaube, zwischen 15 und 25 Minuten will ich maximal die Folgen halten. Dafür habt ihr die Folgen aber tatsächlich relativ uncut. Nur wenn ich eben kurz mal so was an der Lautstärke einstellen muss, dann habt ihr das nicht uncut. Ich habe das Spiel übrigens nochmal leiser gemacht, weil ich jetzt nach der Aufnahme nochmal reingehört habe und das Spiel immer noch echt laut war. Da habe ich das in OBS schon sehr viel leiser gestellt. Also auch wenn das hier ein RPG ist, Leute, und ich normalerweise so Bekanntes rausschneide, das ist hier uncut. Reach through to the edge of the woods. Oh, fancy. At last they find a pathway out and venture into the open world. Die Brücke ist sicher. Das Ding da sieht interessant aus. Hier haben wir schnell alles abgeschlossen. Loot. Lecker. Da war ich ja knapp vom Ausgang beim letzten Mal. Ancient Runes. Die Gebiete sind nicht so lang, wie man denkt. Aber hier hinter kommt ja dann nach offenbar noch eine Welt. Ich denke mal, dass das Spiel doch ein bisschen größer ist, als ich dachte am Anfang. Ich weiß, dass diese Hinterland sogar einen Erfolg gibt, wenn man da ankommt. They enter a deeper part of the woods. The scent of danger lingers heavy. Oh, das Fleisch ist halt auch. Wandelt. Transform. Oh. Da kann ich was anderes draus machen. Large Lever. Aus 6 von denen kann ich daraus was machen. Und ich kann das auch filtern. Aber wenn wir natürlich alles angezeigt kriegen. Allen Goblins geht's gut. Ahead, an adventurer rests. Quietly they sneak. Dich machen wir fertig und befreien unseren Freund. Slicing Decker mal als erstes. Sei mal ein bisschen gestunt. Wir haben ja gerade eben gesehen, dass das sehr effektiv ist, ihn vorher zu stunnen, wenn ich Wacky Wacky machen will. Gekillt, bevor er was machen konnte. Wen Erfolg dafür. Goblins, he hunts.
as Quarry watches you from behind iron bars. Moldmester, komm hier. Ihm geht's gut. Joins their company. This fellow is clad in armor. Einer mit Armor. Im Übrigen, hier könnte ich jetzt die umbenennen, wenn ich will. Aber ich glaube, ich lasse die alle so, wie sie heißen. Okay, ich kann nur einen Pfad nehmen. Harvest, Treasure, Treasure. Okay, warum darf ich nicht zurück? They can no longer turn back. Ein Piefügelchen. Footstuffs. Warum habe ich denn jetzt mehr Inventarplatz? Ach, weil ich einen Goblin mehr habe, oder wie? Hier wird gegettet. These will be put to good use. Wo ist meine Kiste? There was once a time when goblins were plentiful in these woods. These few, the last of the green goblins, are all that remain. Wisst ihr, wenn ihr Spitzhacken habt, warum nutzt ihr die nicht im Kampf? This will come zumindest die, die jetzt gerade keine Waffen nutzen. Hallöchen. They happen upon a downtrodden orc still clad in rags and shackles. At his feet, a freshly dug grave adorned with a bone club buried in the barrow. The goblins timorously disturb the orc in his mourning. Uneasily, they speak to him. Ask about a nearby ruin in these woods. Barely noticing their presence, the orc wipes away a tear with one hand as he raises the other to give direction. Politely thanking the grieving orc, the goblins discreetly withdraw and leave him to his sorrow. Hat wahrscheinlich einen Freund gerade verloren. Tja, Leute, die haben auch Gefühle. Oh, ich kann wieder campen. A place of respite for the weary. They rest and reflect upon the day's events. Das war eine gute Campingzeit. Jetzt sind wir ein bisschen schneller geworden. Oben würde ich sagen, wegen Kiste. Wahrscheinlich sind die Beutel mit dem Treasure gemeint noch mehr Junk. Oh, habe ich nur maximal ein Stack von 12. Wir sind 5 Leute, dich machen wir fertig. Oh, ich kann Armor wegmachen. Autsch. Steinchen. Wunde.
Intercept. Oh, der kann sich heilen. Schade, nicht gestunt. Nein. Mask. Steinchen. Noch mehr Armor. Exterminate. Stein. Lass ich doch stunnen. Es klingt grausam, wie der stirbt, aber wir müssen um unser Leben kämpfen. Just beyond an old forgotten watchtower, held fast by a great forest tree. Auf kleine Goblins. Schleichen, schleichen. Humans have taken domain here. The road ahead will not be easy. Okay, gut zu wissen. Ich habe einen Slicing Dagger. Mach ich euch beide mal blutig. Stein! Gestand, ha! Da hinten mit dir. Scheiße, hat nie funktioniert. Vielleicht krieg ich ihn ja gestunt. Nee. Ich gehe mal auf deine Wunden drauf. Nicely down. Einfach zur Not einen Stein werfen, das funktioniert immer. Und dann... Wacky wacky! Ich glaube, der stirbt schon am Bluten. Ja, das Bluten hat ausgereicht. Exterminate bringt mir nichts. Du hast noch viel Leben. Ich werf dir ein Messer ins Gesicht. Nein, Moldnester. Kann die mal aufhören zu resisten? Backpfeife. Ist für einmal den Brüder und Schwestern. Die du eingesperrt und umgebracht hast. Du Mistkerl. Muss mal heilen.
Gib ja auch Miet. %20 macht das. Kann man verkaufen. Quip Hunter. Sieht irgendwie Magier aus. Neuer Freund schließt sich uns an. This captive is garbed in peculiar vestments. It appears quite grateful and joins the group. Jahrelang haben sie uns arme Goblins schikaniert. Jetzt wehren wir uns. Das Gebiet hier kenne ich, meine ich, noch aus der Demo. Ja, das ist die Taverne. Da hat man den ersten Bossfight. The goblins approach the ruins, peering from behind a bush. They watch nervously as a pair of human adventurers awkwardly stumble out of the ruins. Deeming it too dangerous to proceed, they search for a more discreet way to enter the ancient ruin. Wir sind gleich ungefähr an dem Punkt, wo ich bei der Demo aufgehört hatte. The goblins make their way under the tree through a dark and uncomfortably narrow tunnel. They miserably crawl through the crannies until they reach the tunnel's end. Unbeknownst to the goblins, they find themselves intruding into a human-infested establishment hidden beneath the tree. The crowd scatters in a frenzy at the sight of the unexpected trespassers. As the chaos ebbs, a surly innkeeper and his flunkies are all that remain. He turns to the goblins with a baleful glare, intent on exacting retribution. Wir wollen doch nur durch. Aber du hast dann so einen leckeren Fleischkolben, den würde ich auch gerne haben. Erster Bossfight. Ah, okay, die machen kriegen auch, je mehr ich es nutze, umso mehr kriegen sie eine Resistance dagegen. Auf den Kopf. Und tot. Rüstung. Spirit Rush, give an ally haste, dann kann man schneller. Oh, sehr praktisch. 5 Runden lang wird man geheilt. Für 25% der Power. Also so ein Viertel, das klingt eigentlich ganz gut. Ich mache aber mal unseren Verteidiger schneller. Intercepten. Ich kratze in deiner Wunde rum. Wir wollten nur vorbei. Oh, der ist immun gegen Wegschieben. Okay. Du hast so schöne Wunden, in denen ich rumkratzen kann. Stein, auf den da. A shattering blow.
Ihn einfach intercepten. Dafür ist unser Verteidiger ja da. Frissmesser. Jawohl, gestunt. So, wecki wecki? Nee, leider nicht. Aber vielleicht kann ich ja die Arme wegmachen. Leider nicht. Warum sollte ich den Gegner heilen wollen? So, weil ich ihn dann damit stunnen kann. Ich heile auf jeden Fall mal ihn hier. Die Köche will ich offenbar wegmachen, damit der Keeper ein bisschen langsamer ist. Rüstung, die nervt. Stein! Die Wunden sind so schön, um drin rum zu katzen. Einfach alle drei wieder aufgefrischt. Ich attackiere mit dem Stein den da. So, er braucht auch mal Heilung. Noch mehr von denen. Nein, der hat einen Molotow geworfen. Auf den werfe ich auch mal einen Dagger. Der andere stirbt jetzt sowieso. Oder? Nee, der hat gerade so... Ach, egal. Dann machen wir so. Stein an den Kopf. Tot. War sogar ein Crit. Exterminate. Nee, ich chopp ihn. War ein Crit. Ex-Hex. A bold attack. Jetzt sind nur noch die Köche da. Salvage. Ich finde das Dagger auf jeden Fall richtig stark. Hexen! Friss. Weapons Shield. Defeat Innkeeper Tavern Brawls. Also Tavern Brawlers. Oh, Kiste. They can carry no more. Wir haben es geschafft. Einen Code und eine Kiste nicht. Na gut, man muss wahrscheinlich ein zweites Mal rein, um dann den anderen Weg zu nehmen. The goblins descend through an old garbage chute as their eyes adjust to the darkness. An uncanny landscape of endless human refuse reveals itself. Each goblin lair begins with this ancestor's hall. This get a sacred dwelling place for the souls of ancestral goblins. The strength of the lair will depend on the souls on
Das ist deceased. Recalling what the stone has told them, they come to the realization that beneath all the filth lies what they seek. Stone in hand, they gingerly place it atop the edifice. Suddenly, as if disturbed from a great slumber, violent waves erupt, filling the cavern with relentless energy. Mounds of human waste are swept aside by the vindictive force, revealing the great goblin lair, previously thought to have been lost to antiquity. Your story enters the Hall of the Goblins, or our new home. Ja, mein neues Zuhause. Hier wohnen wir. Wir haben ihn aus vertrieben und jetzt ist das unser Zuhause. So, wir haben so viel gesammelt wie nur irgend möglich. Steine, Erze, Holz, Knochen. Damit kann man hier dann so ein bisschen bauen. Das werden wir machen, aber nicht heute mit dem Bauen. Das fangen wir erst beim nächsten Mal an. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr den Drill. Ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, bis dann.